Vielen Dank für Ihr Interesse. Dieses Video ist Teil einer Serie, um Ihnen bei der Anwendung des Revitive Durchblutungsstimulators zu helfen. Hier nun die Schritt-für-Schritt-Kurzanleitung zu Ihrem neuen Revitive Medic. In Ihrer Box finden Sie das Revitive Gerät, ein Benutzerhandbuch, ein Netzteil, eine Fernbedienung mit zwei Batterien, ein paar Elektroden-Körperpads, ein Kabel für die Körperpads. Revitive Medic funktioniert mit Kabel. Schließen Sie dazu das Netzkabel an der Seite Ihres Geräts an. Revitive ist sehr einfach zu verwenden. Platzieren Sie dazu Ihre nackten Füße auf die Fußpads. Schalten Sie das Gerät mit der Fernbedienung ein und erhöhen Sie die Intensität. Der Timer startet bei 30 Minuten und zählt herunter. Die Intensität reicht von Stufe 1 bis 99. Erhöhen Sie die Intensität so lange, bis Sie eine starke Stimulation der Beinmuskulatur spüren und das Gerät zu schaukeln beginnt. Es ist übrigens nicht der Benutzer, der das Gerät zum Schaukeln bringt. Es schaukelt automatisch, wenn die Beinmuskulatur ausreichend stimuliert wird. Bei einer starken Kontraktion der Beinmuskulatur bewegen sich Ihre Zehen auf natürliche Weise nach unten und Ihre Fersen heben sich an, wodurch das Gerät nach vorne schaukelt. Sobald sich Ihre Muskeln wieder entspannen, schaukelt es zurück. Wenn wir den Wadenmuskel genau betrachten, werden Sie bemerken, dass Revitive Ihre Beinmuskeln wirklich in Bewegung bringt. Sobald die elektrischen Impulse die Nervenenden in Ihren Füßen stimulieren, beginnen die Muskeln im Fußgewölbe und in Ihren Waden verstärkt frisches, sauerstoffreiches Blut in Beine und Füße zu pumpen. Das verbessert die Muskelkraft der Beine sowie die Ausdauer und lindert vor allem Ihre Schmerzen und Beschwerden. Wenn Sie Revitive 6 bis 8 Wochen lang mindestens einmal täglich anwenden, versprechen wir Ihnen, dass Sie eine erhebliche Linderung Ihrer Schmerzen und Beschwerden erleben und wieder mehr von den Dingen tun können, die Sie lieben. Sie sehen, es ist ganz einfach, mit Revitive zu starten. Weitere Hilfe zu diesem und anderen Themen finden Sie unter revitive.de.